Hey Leute, wir sind hier beim Jugendkongress von Niederösterreich im Waldviertel bei Hirschbach. Mein Name ist Sonja Hammerschmidt. Und ja, wie wäre es, wenn wir einfach mal reinschauen? Die Jugendlichen kommen gerade alle rein. Jetzt gleich beginnt die Präsentation des Jugendkongresses. Die Jugendlichen sitzen alle schon auf ihren Bänken und wir warten schon ganz gespannt, was passiert. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute da seid. Wir haben schon zittrige Knie. Was wird passieren, wenn 180 junge Menschen hier nach Hirschbach kommen? Und ich muss sagen, wir haben uns auch schon sehr, sehr gefreut. Ich möchte euch begrüßen, gell? Vielleicht nur ganz kurz im Vorfeld. Es war irrsinnig schön, mit euch arbeiten zu dürfen. Leider war es meistens viel zu kurz, 2 Stunden sind immer so schnell vorbei. Aber die Ergebnisse, die ihr in diesen 2 Stunden gebracht habt, die waren großartig. Ja? Und wir bauen heute den ganzen Tag eigentlich auf eure Ergebnisse auf, die ihr gebracht habt. Danke, dass ihr an diesem Jugendkongress teilnehmt, weil es auch für uns ganz, ganz wichtig ist, eben direkt von euch zu erfahren, was euch wichtig ist und wo ihr einerseits selbst persönlich etwas tun könnt, denn das bleibt immer gleich im Leben. Keiner schenkt einem etwas, man ist immer selbst verantwortlich dafür, dass etwas geschieht. Die Themen der Jugend: Mobilität und öffentlicher Verkehr bis hin zur Infrastruktur, Bildung und Beruf, Gesellschaft und Zusammenleben, Jugendbeteiligung und Mitbestimmung ernst genommen werden, Energie und Umwelt, Freizeit und Aktivität und die regionalen Produkte und die regionale Wertschöpfung auch wertschätzen. Es sind heute knappe 180 Jugendliche hier am Jugendkongress. Sie haben in Workshops zuvor bereits die Themen erarbeitet, zu denen Sie heute in Arbeitsgruppen diskutieren und Maßnahmen und Projekte entwickeln. Der Kreisler am Bauernladen erhalten, auch wenn der Kreisler halt nicht das hat, was ich haben will, gehe halt trotzdem zu dem und gehe nicht, fahre nicht 5 Kilometer weiter und schaue, der ist jetzt der Riesensupermarkt zum Beispiel. Hören wir 3 Themen aus, ich weiß nicht, 5 Themen genau. Aus. Und die bearbeiten dann? Die bearbeiten dann ganz intensiv. Und Jugendgemeinderat. Wir müssen irgendwie in die Gemeinde kommen mit dem. Also bei der Gruppe Gesellschaft und Zusammenleben arbeiten jetzt die Jugendlichen gerade daran, dass sie herausfinden, was sind die Schwerpunkte. Und zwar, es geht in erster Linie um das Miteinanderleben, die Toleranz, die man einander entgegenbringt. Und sie sind jetzt auch auf der Suche nach Alternativen und vielleicht Utopien, wie es in der Zukunft besser ausschauen kann. Ich weiß nicht, also ich finde zum Beispiel Kunden total hilfreich, weil ich schaue halt auf den Stand heute von dem Gebäude. Aber ich fahre am Abend. Der wohnt am anderen Ende vom Hof und er hat schon die Ausgezeiten, also die Öffnungszeiten mehr oder weniger zurückgeschraubt. Und wenn wir Festeln haben oder was, dann schmeißen sie mal raus. Das Argument, dass die Bürger an sich auch eigentlich an das Thema, also sie nicht wirklich an Gedanken verschwenden, weil das Waldviertel ist ja sowieso so naturbelassen und ja. Wenn es ganz leer ist, 8 Stunden. Und wie lange fährst du? Genau. 120 Kilometer. Schon im Normalfall, man fährt ja nicht den ganzen Tag. Die Anbindung, wenn es nicht direkt da ist, dass man schon mal mit dem Auto hinfahren muss, wie bei meiner guten Freundin von mir. Und die denkt sich dann halt auch, na gut, wenn ich jetzt schon bis dorthin mit dem Auto fahre, dann fahre ich gleich komplett. Okay. Und bin sowieso. Ja, das ist ja das, was wir gesagt haben. Auch wenn sie im Zug arbeiten, dann trotzdem nicht fahren. Weil ich da selber mit dem Auto fahren würde. Ja, kommt aber auch mit dem Bus dann hinfahren und so. Ich habe
Das schon mal ganz arg erlebt. Angenommen, irgendwas, was für euch wichtig ist, wird zugesperrt, ihr erfahrt das irgendwo. Wie organisiert sich ihr? Und wie macht ihr das, dass das dann weitergeht? Da wollten wir eben so einen Jugendverein machen, haben wir Unterschriften gesammelt, die ganzen Jugendlichen, und das ist abgelehnt worden. Das Einzige, was wir gekriegt haben, war ein Container zum Treffen. Jetzt sind wir wieder beim Thema der Mobilität. Zum Beispiel, wenn jetzt gleich eine Möglichkeit, Patisserie zu machen, wie müsste man das jetzt selber zahlen oder mit der Firma zumindest drehen, wenn es mir ist, das zahlen, weil ich weiß nicht genau, wie das kostet, aber ich finde, das ist schon teuer. Die Jugendlichen haben zu unterschiedlichen Themen jetzt gearbeitet, diskutiert und auch sich mit Erwachsenen auseinandergesetzt und gemeinsam Maßnahmen überlegt. Die werden sie jetzt heute am Nachmittag hier präsentieren. Die Workshops sind jetzt vorbei. Wir sind jetzt wieder im Versammlungsraum und die Gruppen werden jetzt alles präsentieren, was sie ausgearbeitet haben. Ich selbst werde auch präsentieren und ich bin schon ganz gespannt, was die anderen Gruppen so ausgearbeitet haben und wie die Ergebnisse so sind. Ja, bei den Steckdosen in Zügen, es gibt bei wenig Zügen nur Steckdosen. Und wenn man auf weiten Wegen fährt, wird der Akku schnell leer beim Handy zum Beispiel. Oder auch wenn man mit Laptop aber in der Arbeit arbeitet, also im Zug arbeitet, kann der Akku auch schnell leer werden und da werden schon Steckdosen sehr schlau. Ich sehe nur einmal an den Mobilitätsthemen alles extrem praxisorientierte Themen und ich kann euch nur eins versichern, dass diese Themen auch bei den Meinungsträgern in St. Pölten ankommen werden und alles das, was man sozusagen praxisnah umsetzen kann, ganz sicher in Zukunft mitgedacht und mitentschieden wird. Wichtige Punkte, die halt abgetitelt werden sollten, haben wir uns eben gedacht, sind zum Beispiel einmal die soziale Kompetenz, dass die Lehrer auch lernen, wie sie mit Schülern umgehen, vor allem mit schwierigen Schülern oder in Konfliktsituationen. Dann, dass sie vor allem in Fächer Weiterbildung machen, wo sie die Sachen schnell ändern, wie eben Informatik, wo man mit Computern zu tun hat. Wir haben uns für unser Projekt natürlich einen super Slogan überlegen müssen, da wo sie ausgestellt hat, das Schwierigste zu beschreiben ist, einen zu schreiben. Naja, er heißt Breitbandanschluss an allen Häusern hier miteinander. Dass man in den Gemeinden das Breitbandinternet verbessert und dass man Glasfaser bekommt, dass man auch die Auswanderung minimiert, weil manche Leute gehen nicht ins Ausland oder in größere Städte, damit sie ein bisschen Internetanschluss haben und besser damit arbeiten können für die Firma. Wir haben da zum Beispiel stehen Rat der Jugend. Wir haben zuerst besprochen, eben in jeder kleinen Gemeinde gibt es vielleicht einmal einen Rat, einen Jugendgemeinderat oder auch eine kleine Gesellschaft, die sich immer wieder treffen. Uns ist es jetzt aber darum gegangen, wie schaffen wir es, dass wir Jugendliche auch einmal ins Parlament kommen, mit Politikern in Berührung kommen. Und da haben wir uns eben gedacht, wieso nicht einen Rat der Jugend für ganz Waldviertel? Auch noch eine Idee wäre, dass in jeder Fahrschule mindestens ein Elektroauto zur Verfügung gestellt wird, damit man nämlich auch schon bei der Führerscheinprüfung oder auch einfach, wenn man schon lernt, Auto fahren, dass man auch einmal mit einem Elektroauto in Kontakt kommt und nicht von alleine erst dazukommen muss. Als weiteren Punkt haben wir noch die Jugendräume und vor allem, wie werden sie gestaltet und wie finanziert man sowas? Vor allem sollten da die Jugendgruppen selber drauf schauen, dass man sich da engagiert und sich darum kümmert, dass man einfach die Jugendräume selber einrichtet, schon mit fremder Hilfe, aber dass man das selber irgendwie meistern kann. Also dreht sich es immer wieder darum, auch ihr müsst euch nicht nur als Konsumer sozusagen warten, dass irgendwas passiert, sondern ihr seid die, die auch den Schritt setzen müssen, dass diese Dinge auch passieren. Uns muss ja das einfach bewusst werden, dass die Lebensmittel einfach das Wichtigste, was wir haben, also was wir haben, ist und dass wir das damit müssen wir halt rechnen, dass das halt mehr kostet, aber dafür können wir uns sicher sein, dass jetzt kein Pferdefleisch in der Lasagne zum Beispiel. Danke. Danke euch. Das war super.